Hallo! Hi! Jetzt wird's peinlich! Jetzt wird's peinlich! Scheiße! Jetzt müssen wir Farbe bekennen, ne? Oder? Aber schon mal lostreten hier? Guilty Pleasure ist das Thema. Mhm. Was heißt denn das? Guilty. Wir sind zwei Piranhas und erzählen was über Computerspiele hier. Ja. Also es gibt ja immer, das kennt ihr vielleicht auch, so dieses eine oder vielleicht auch mehrere Spiele, die spielt man eigentlich immer wieder zwischendurch oder auch so sonst. Mhm. Aber das ist halt dieses eine Spiel, was man keinem erzählt, dass man es spielt, weil eigentlich ist es peinlich. Awkward Silence jetzt gerade, ne? Scheiße, ey, das ist so peinlich. Ich möchte es gar nicht sagen, oder? Deswegen lassen wir erstmal die anderen. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Hör mal, was spielst du denn ständig, dass du besser keinem verrätst? Und die haben Folgendes gesagt. Deine Handy-Games, da, ich bin das, da gesagt. Ich wollte gerade sagen, dieses Charmed King oder wie das heißt. Genau, das ist so ein Handy-Game oder über Facebook kann man das auch spielen. Ja, das ist so eins, so eigentlich nur um Zeit totzuschlagen, den Kopf frei zu kriegen, einfach nur mal klicken und nichts denken. Oh, ja, Overwatch immer mal wieder. Oder Destiny, obwohl das jetzt auch lange nicht der Fall war. Also müsste ich mal wieder anschmeißen, habe ich letztens noch mit Thomas drüber geredet sogar. Ansonsten Phasmo ist auch immer wieder, ne, wo man dann immer sagt so, alle, ja, was will man denn da noch spielen? Ja, was macht trotzdem immer wieder Spaß, mit den Leuten das zu spielen? Ich weiß nicht. Und ja, Pokémon, ich weiß nicht, also es gibt jetzt nicht so viel. Und Overcooked finde ich auch immer wieder lustig. Ich kann nichts dafür. Es ist halt einfach mit Leuten zusammen, macht es einfach absolut Bock. Habe ich tatsächlich bei mir sowas, die ich... Nein, hat er nicht. Nö. Nö, eigentlich nichts. Nö. Gehe mal offen damit um, da ist nichts Wildes dabei, glaube ich. Obwohl das Einzige, okay, das habe ich schon länger nicht mehr gespielt, aber das wäre, glaube ich, die Ninja Storm-Reihe. Ist auch das einzige Prügelspiel, das ich so spiele. Das habe ich mit einem Kumpel immer super gerne gespielt. Fand ich super. Aber ist schon eine Weile her, ja. Ah! Oh, ich spiele auch so wenig. Pokémon. Ich auch. Ja. Pokémon Go, ja. Ja. Jetzt müssen wir aber, ne? Jetzt müssen wir auch sagen, was bei uns Guilty Pleasure ist, ne? Ja, was denn dein Guilty Pleasure? Also, was ich auf jeden Fall immer wieder spiele, ist Overload. Das ist ein Descent-Nachfolger, ja? Da bist du ein kleines Raumschiff in irgendwelche Tunnelsysteme und ballerst da rum. Das Spielprinzip und die Story geht so. Roter Schlüssel, grüner Schlüssel, blauer Schlüssel, Reaktor sprengen, raus. Fertig. Das ist die Geschichte, im Wesentlichen. Und ich spiele das immer wieder. Ist dir langweilig. Das darfst du beim Guilty Pleasure aber nicht fragen. Oder? Bei Guilty Pleasure, ist er dann langweilig? Ich weiß, was deins ist. Das ist auch viel peinlicher als deins. Okay, dann noch was Peinlicheres. Nein, peinlich... Weiß nicht, was spiele ich denn sonst noch? Ich hab mich anstecken lassen, vor allem von diesen Facebook-Spielen so, ne, die einem immer so reingespült werden. Ja, Facebook macht immer so irgendwie, ja, willst du das hier spielen? Ja, guck mal, da hast du irgendwie so ein Parcours und so, und da ist dann ein Pirat und ein anderer Pirat und den musst du jetzt abschießen, sowas. Piu, 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 oder lalalala. Den Scheiß habe ich mir installiert, ja. Und den Kack spiele ich jetzt gerade. Okay, ich glaube, das ist wirklich peinlich, ja. Aber so ein Mist macht man halt. Oder ich habe Harry Potter gespielt, hier dieses, auch von Portkey. Werbeopfer. Ist wirklich so. Ja! Ja! Sind wir das nicht alle ein bisschen? Ja? Oder ist dir das von einem Kumpel zugesteckt worden, dein Guilty Pleasure? Nee. Also. Hä? Wie bin ich denn da drauf gekommen? Ja, jetzt komm mal raus hier. So. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt seit Jahren so gefühlt spiele. Und mein Guilty Pleasure ist Merch-Menschen. Ja. Aber ich bin da richtig gut mittlerweile. Ne? Ja. Ich habe da schon... Ne, das war's bei dir die tote Oma? War's dann auch die irgendwie die Werbung? Ja?
Das war auf jeden Fall, die Werbung war richtig gut und die war nicht tot, sondern die ist ins Gefängnis gekommen. Ach so, Ich habe immer gedacht, die wäre tot. Nee, die ist nicht tot. Und die Tochter oder die Enkelin, die macht jetzt das Haus schick. Und das ist halt ein Riesenhaus. Das ist okay. So ein völlig unrealistisches, unfassbar großes Haus. Und du merchst dir da eins zurecht. Wir haben auch irgendwie schon schlechte Erfahrungen damit gemacht. Das war auch so eine Geschichte. Wir hatten so ein Spiel, so ein typisches Game-Spiel, ja, so ein Match-3-Game-Spiel. Und wir haben das in der Gruppe gespielt. Also Björn, meine Mama und ich. Ach, Gunspell. Nee. Doch. Auch. Auch. Die Geschichte meine ich nicht, weil Gunspell... Das ist auch ein Guilty Pleasure bei mir, auf jeden genau, Fall. Genau, das war auch ziemlich cool. Ja. Und dann haben wir gezockt und gezockt und gezockt und die Mutter, also meine Mutter, die war immer schneller. Die war immer viel schneller. Und das war das Harry Potter-Ding. Genau, ja. Und wir haben uns gefragt, warum ist das so? Was ist denn das Problem irgendwie? Und wir haben uns einmal dazu hinreißen lassen, Geld dafür zu bezahlen. für irgendwie so ein Extra-Paket. Ne? Und meine Mutter, die hat das nicht gemacht. Die war schlauer als wir. Die hat kein Geld bezahlt zu irgendeinem Zeitpunkt und die hat dann immer so Werbung angeboten bekommen, um eine Werbung zu gucken, um dann irgendwie so ein Extra-Paket zu bekommen. Und wir nicht. Wir haben nur Kaufpakete angeboten bekommen. Und deswegen konnten wir nie so schnell sein wie die, weil die dann einfach irgendwie zwischendurch Werbung geguckt hat und dann viel besser war. Ja. Das war richtig unfair. Ja, das ist aber auch Sinn und Zweck, ne, von Guilty Pleasure, oder? Weil das ist dann schon ein bisschen verrückt. Also Obacht. Obacht. Was man so spielt. Mhm. Immer Augen aufhalten, wovon man sich anstecken lässt. Mhm. Mhm. Also Werbung zieht bei uns auf jeden Fall auch. Ja. Naja. Ja. Gibt es da noch andere Spiele? Ja, was ist auf jeden Fall, im Grunde genommen ist ja dein vom Raumschiff durch irgendwie wohin, so eine Art... ich habe irgendwann mal ein Spiel gespielt, uralt, das war gut. Raumschiff irgendwo hin? Du meinst jetzt Overload? Ja, genau. Descent, Overload, oder was? Ja, okay. Richtig. Irgendwo hin. Also alte Spiele, die ich immer wieder spielen muss. Das ist so ein Phänomen. Warum macht man das eigentlich? Man weiß doch schon, wie es geht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, da befindet man sich irgendwie in gewohnten Gefilden. Erstmal möchte man gerne das Gefühl von damals nochmal wieder haben. Ne? Es gibt viele zum Beispiel von euch, die haben uns erzählt, dass sie so einmal im Jahr irgendwie unsere alten Spiele nochmal spielen, weil sie das schön finden. Die machen da so eine, die zelebrieren das richtig. Und es gibt einem dann so ein heimeliges, nostalgisches Gefühl von damals. Und das will man dann auch immer wieder haben. Mhm. Oder machen wir auch immer gerne mit. Ne? Genau. Ja. Es ist dann gerade halt auf Twitch oder so. Zum Beispiel so ein Phänomen wie, dass ich, wenn ich das mache, dann weiß ich, das ist auch so ein Gefühl von Sicherheit, was mir da vermittelt wird. Weil wenn ich jetzt irgendwie mich auch aufs Neues einlasse, dann laufe ich halt auch Gefahr, dass das richtig kacke sein kann. Und wenn ich etwas mache, was ich sowieso schon toll fand, dann weiß ich, dass ich das immer noch toll finde. Das heißt, ich begebe mich da nicht in emotionale Gefahr. Und dieses Phänomen spielt bei solchen Sachen auf jeden Fall auch eine große Rolle. Ja, Guilty Pleasure, alte Sachen wieder rauskramen, so, ne? Das mache ich auch sehr häufig. Gerade bei Serien mache ich das so. Mhm. Ich gucke irgendwie alle 3 Jahre Miami Vice von vorne bis hinten durch. Ist einfach so, mache ich. Ist auch ein Guilty Pleasure, wenn du so willst. Ne? Mhm. Oder die Serie mit Tim Roth, die heißt Lie to Me. Die gucken wir auch irgendwie regelmäßig und ärgern uns jedes Mal, wenn die vorbei ist, dass die vorbei ist. Und das irgendwie nicht auf den Punkt kam, so, ne? Fehlt noch eine Folge. Da fehlt mindestens noch eine Folge, so, ja. Ja, und das ist so ein Ding, wo ich denke, ja, ne? Mentalist gucken wir ständig. Schimanski. Schimanski gucke ich ständig. Das sind aber meine Sachen. Zähl mal deine eigenen auf hier. Hä, ich gucke ja immer mit. Du guckst ja, wunderbar, ey. Ja. Ja, was sind denn eure Guilty Pleasures? Haut mal raus, das würde uns mal interessieren. Ja. Was spielt ihr denn was immer spielt wieder? Ihr denn immer wieder? Und, oder was ist richtig peinlich? Ja, also, ja. Haut raus. Haut raus. Hast du eine Community-Frage, sag mal? Bestimmt. Okay, das ist auch eine Frage, die ist unfassbar konkret. Ich lese mal vor. Oh Gott. Jetzt kommt's. Konkret.
Habt ihr vor, in zukünftigen Spielen gegebenenfalls eine eigene Gilde einzubauen, sprich, dass man die Möglichkeit erhält, ein Fleckchen Land in-game zu beanspruchen, dort dann seine Gefährten NPCs zu verwalten? Dabei kann man einstellen, welche Art von Fraktion man gründen möchte und wie die Gilde aussehen soll und welche Kampfarten in erster Linie gewählt werden in der Gilde und so weiter. So kann man sich dann am Ende seine eigene Geschichte mit seiner eigenen Gilde bauen. Ja. Ich weiß nicht, ob das umsetzbar ist, würde es aber feiern. Ja, verstehe ich, ist aber nicht unsere Art von Spiel. Geht in Richtung Aufbaustrategie und so weiter. Der Fallout 4 hat was Ähnliches gemacht. Ja, das haben die ziemlich gut gemacht, finde ich. Nur, es hat mich beim Spielen ein bisschen gestört sogar tatsächlich. Ich musste mich dann darauf einlassen, so eigene Lager zu bauen und dann mich um Menschen zu kümmern und so weiter. Und dann hatten die so ein rudimentäres Aufbaustrategie-Spiel eingebaut, was gut war. Also wie gesagt, mir hat's gefallen, aber vielleicht kriegt man so ein bisschen so eine Idee, warum wir das nicht wollen. Ne? Denn das ist sehr viel Aufwand und sehr viel Wartung und was weiß ich. Und dann auch noch die Typen ausstaffieren ist auch noch mal, das ist Crew-Member, Management, from hell, ja, dann irgendwie den Typen irgendwie noch Dinge in die Tasche legen, die zu konfigurieren, wie Barbie-Püppchen anzuziehen und diesen ganzen Kram und so. Ja, wir möchten gerne coole Geschichten erzählen. Wir möchten gerne coole, spannende Welten bauen, möchten euch gerne in unsere Welten hineinziehen und möchten Immersion erzeugen. Und das ist etwas, was ein anderes Spiel ist, was da gefordert wird. Das ist mehr Survival, da ist mehr Aufbaustrategie mit drin. Das ist sowas wie Valheim so, ja, oder dieses Conan, ne, solche Dinge, wo man halt dann auch Baukästen so, ja, das hat aber die und die Nachteile und das hat den und den und so, und dann fängt man schon an zu denken und dann würden wir uns nur mit solchen Sachen beschäftigen und dafür sind wir eigentlich nicht angetreten und das deswegen würden wir sowas nicht machen, nur ganz rudimentär. Die Frage ist, wo legst du den Fokus drauf? Ja. Ne? Also wir wollen gerne eine Geschichte erzählen, wollen vor allen Dingen diese Rollenspielelemente ausarbeiten, die das dann gut tragen kann, womit man das erzählen kann. Und die Features drumherum, die passen halt dann entsprechend irgendwie dazu. Deswegen haben wir ja auch im Grunde genommen sowas wie die eigene Gilde auch mit Gefährten, aber nicht so, dass du zu viele Sachen da manipulieren kannst, weil das würde an der anderen Stelle dann was nehmen. Das ist das. Und da wir da den Fokus drauf gelegt haben, ganz stark, sind die anderen Sachen eher ergänzend. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier zur FAQ-Folge bei Piranha-Becken TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bock hätte ich da so drauf, sowas, ne? Aber ich weiß nur, was das für ein Aufwand ist. Ja, das ist, ne, wenn du alles machen willst, dann wirst du ja noch länger. Ist ja wahnsinnig.